Diablo Immortal ist wahrscheinlich mein Lieblings-Blizzard-Spiel aus den letzten Jahren. Falls ihr euch jetzt fragt, wie kann das sein, dass Diablo Immortal dein Lieblings-Blizzard-Spiel ist? Ganz einfach, weil sie dafür gesorgt haben, dass wahrscheinlich in ganz Europa Lootboxen in Videospielen verboten werden. Falls ihr jetzt euch fragt, wie, schaut selbst. Lootboxen sind bald verboten. Und ich habe das gesehen und ich habe gedacht, Diablo Immortal, Blizzard, bitte, wenn das passiert, ich freue mich so. Das muss passieren. Und es hat einer darüber ein Video gemacht. Alter. 560% Welt? Sofort kaufen, oder? Lootboxen sollen in Europa vielleicht bald komplett verboten werden. Tja, es wird schon lange drüber gesprochen, aber jetzt scheint die Diskussion in die nächste Runde zu gehen, weil langsam auch Diablo Immortal ist bereits in zwei Ländern verboten. Warte, was? Es ist gegen die europäische Glücksspielgesetze versch. Weil langsam auch Studien die Richtung angeben. Es deutet momentan wirklich alles darauf hin, dass Lootboxen und Alter, damit sämtliche Europa, let's go! Microtransactions, die irgendeine Form von Random Loot abwerfen, in Europa einfach nicht mehr zulässig sind. Es wäre Wer so noch keine gut. Meinung hat, das sind gute Neuigkeiten. Das sind Und sehr wir gute freuen uns darüber. Neuigkeiten. Denn das Ja. könnte entscheidende Änderungen im aktuellen Fehlverhalten der Devs verursachen. Lootboxen sind aktuell kaum mehr wegzudenken, aber wieso eigentlich? Uns Gamern bringen sie eigentlich nichts. Wirklich gar nichts. Manche von uns wissen das und behandeln Lootboxen auch genauso, aber einige von euch werden sicher vielleicht gerade innerlich sagen, ach ja, die bringen ja wirklich gar nichts. Und wer das nicht behauptet, der hat noch nicht ganz realisiert, dass in ihm oder in ihr ein kleines oder großes Fünkchen Suchtverhalten schlummert. Und ich glaube, wir können uns alle einig sein, wenn wer Glücksspiel als legitime Quelle für Glückshormone in Spielen ansieht, dann steckt da sicher ein ungesunder Grund dahinter. Glücksspiel True. ist nicht umsonst hart reglementiert und erst ab 18 Jahren. Und Spiele sind auch nicht umsonst oftmals vermarktet an Kinder um die 12 Jahre. Aber diese Dinge zu kombinieren, ich weiß ehrlich nicht, wie sie das jemals so etablieren konnte, ist Junge. doch obviously widerlich. Und wir wissen doch alle, dass es nicht. Nein. Haben die Kinder gerade FIFA-Packs aufgemacht? Wir sind verloren. Bei subtilem Glücksspiel bleibt. Wenn viel Geld dahinter steckt, dann artet es immer aus. Es wird aggressiv vermarktet, es wird mit Verschleierung gearbeitet und es wird ohne Rücksicht der psychologisch effektivste Weg gesucht, um möglichst viel Geld zu machen. Auf Kosten der Schwächsten und Wehrlosesten. Kinder. Also wenn ihr euch immer noch fragt, wieso sollten wir etwas verbieten, nur weil ein paar Leute nicht damit umgehen können, dann... Wow, Loris, ja, wir haben es geschafft. Moment mal, was? Nein. Denkt erstmal dran, dass diese Paar hier teilweise 10-jährige Kinder sind. Und selbst wenn es Erwachsene sind, wieso sollten wir uns höchst manipulativen Praktiken aussetzen müssen? Aber Werbung manipuliert uns doch auch. Ja, tut McDonald's. sie, aber nicht gleich. Werbung True. versucht ebenfalls ein Bedürfnis in uns zu wecken. Aber Werbung ist ebenfalls reglementiert. In Deutschland regelt zum Beispiel der Medienstaatsvertrag, dass Werbung leicht erkennbar sein muss und dass keine Techniken zur unterschwelligen Beeinflussung eingesetzt werden dürfen. Jupp. Werbung darf also genauso nicht alles. Und so sollten Videospiele ebenfalls nicht alles dürfen. Und das ist bei einigen Ländern auch schon sehr durchgesickert. Counter-Strike Global Offensive Lootboxen in Belgien und den Niederlanden nicht mehr verfügbar. Oh, das? Das ist was. Ja. Das ist sehr gut. Dass viele Spiele wegen dem Glücksspiel. Obwohl CSGO ist, glaube ich, eins der wenigsten Spiele, wo ich Microtransactions okay finde, weil am Ende ist es irgendwie so ein Markt und man kann es auch wieder für echt Geld verkaufen. Und das, es macht einfach so, das ist was anderes jetzt, als wenn man in zum Beispiel FIFA oder, keine Ahnung, Diablo Immortal Packs kauft und das Geld dann für immer weg ist, sondern es ist auch irgendwo ein Glücksspiel, aber man bekommt auch irgendwo sein Geld zurück. Und das hat auch mit Wertsteigerungen was zu tun und es ist nicht jetzt pure Slots drücken, Casino-mäßig. Aber natürlich, es geht auch in die Richtung schon sehr stark. Und deswegen, ja, es ist schon stark an der Grenze. Aber CSGO ist eines der wenigen Spiele, wo ich es
okay finde, sagen wir mal so. Spielgesetz ganz einfach nicht mehr released werden. Belgien und Niederlande zeigen uns also hier die Zukunft, die so ziemlich in allen europäischen Ländern bevorsteht. Spieler, die Echtgeld-Glücksspieler drin haben, werden einfach nicht mehr released. Fertig. Der Developer kann das Spiel ohne diese Mechaniken gerne releasen. Aber nachdem dann dort sowieso kein Geld zu holen wäre, lassen sie es meist gleich. So auch das aktuellste Beispiel, Diablo Immortal, das gibt's in Belgien und den Niederlanden nämlich nicht. Aber was mich brennend interessiert, ist, ob Lootboxen bzw. das dahinter steckende Glücksspiel überhaupt legal ist. Oder noch mehr, ob es überhaupt jemals legal war. Und weil ich rechtlich ungefähr so versiert bin wie ein Stein, dachte ich mir, ich frage einfach mal einen E-Sport-Anwalt. Wenn man ein Videospiel kauft... Es gibt sowas wie E-Sport-Anwälte? LOL! Der hat da hinten die Azeroth-Karte. Alter, das ist ein Ehrenmann, einfach die Azeroth-Karte. Oft kauft man damit auch sozusagen den Zugang zu verbotenem, wenn man so will, Glücksspiel. Urim Bayrami ist Rechtsanwalt mit Fokus auf Gaming und E-Sport. Also was sagt ein Anwalt zu dem ganzen Mist? Bei Lootboxen, also das sind eben virtuelle Schatzkisten. Und langsam kommt man drauf, dass das nichts anderes als vielleicht verstecktes Glücksspiel im Videospielen sein könnte. Also sagen, wenn man ein Videospiel kauft, kauft man damit auch sozusagen den Zugang zu verbotenem, wenn man so will, Glücksspiel. Wobei man sich das halt immer auch anschauen muss, wann eine Lootbox auch tatsächlich eine verbotene Ausspielung im Sinne des Glücksspielgesetzes ist. Um das kurz zu fassen, was Urim hier gleich sehr detailliert erklärt, 4 Punkte müssen in Österreich zutreffen, damit das offiziell als verbotenes Glücksspiel gilt. Oh, ich wohne sogar in Österreich. Alter, endlich mal jemand, der nicht das Recht von Deutschland kabert, sondern von Österreich. Danke. Erstens, das Spielergebnis muss vorwiegend oder ausschließlich vom Zufall abhängen. Okay. Tja, check. Zweitens, es muss von einem Unternehmer angeboten werden, der damit Einkünfte erzielen will. Also Blizzard! EA, Blizzard und Co. Check. Drittens, es muss echtes Vermögen, also Geld vom Spieler, eingesetzt werden. Ja. Geld erst in Spielwährung und dann... Junge, ich habe Diablo Immortal nie gespielt, aber... Alter. Lootboxen erfüllt diese Voraussetzung laut Urim übrigens dezidiert auch. Gut, also Nummer 3, eindeutig check. Und viertens ist wohl der umstrittenste Punkt. Es muss möglich sein, mit dem Einsatz einen vermögenswerten Vorteil zu erspielen. Verbotenes Glücksspiel, Loot wieder zu echtem Geld. Ah, das bedeutet, Counter-Strike wäre theoretisch illegal, obwohl es das einzige wäre, wo ich sage, es wäre okay. Weil man da wieder sein echtes Geld bekommen kann. Okay, das ist interessant. Das ist interessant, dass man wieder dadurch echtes Geld bekommen kann, wenn man das kann, dann ist es illegal. Okay, das ist interessant. Spielen. Gerade hier ist es wichtig festzustellen, ob die erspielten Sachen auch wieder zu echtem Geld gemacht werden können. Und das ist jedenfalls zu bejahen, wenn ich es mal frei am Markt handeln kann, also auch in einem geregelten Markt. Oder aber auch, und das ist ja öfters der Fall, dass ich auf einer Sekundärplattform sozusagen im Schwarzmarkt handeln kann. Strittig ist hier auch vor allem, wenn ich es zwar nicht handeln kann, aber wenn ich einen Account verkaufen kann. Da bin ich auch der Meinung, dass das auch den Tatbestand erfüllen. Accounts verkaufen wäre theoretisch Glücksspiel? Ja, aber jetzt würde ich sagen, wenn es ein Random-Account ist, wenn man nicht weiß, was drauf ist, dann Glücksspiel auf jeden Fall. Aber wenn da genau abgesprochen worden ist, jo, das und das ist auf dem Account drauf, willst du das kaufen? Dann ist es doch kein Glücksspiel. Dann kauft man einfach sozusagen einfach einen Account. So, man weiß, was da drauf ist. Es ist eigentlich kein Glücksspiel dann. Digga. Steam. Da müsste, was ich aber dazu auch sagen muss, in Österreich haben wir das noch nicht ausjudiziert, es ist mir kein Fall bekannt, wo Lootboxen sozusagen ein Thema eines Gerichtsverfahrens gewesen wären. Auch in Deutschland ist das nicht anders. Das bedeutet ganz klar, Lootboxen sind nach österreichischem Recht und laut Urim auch ziemlich sicher laut deutschem Recht illegales Glücksspiel. Was bis jetzt fehlt, ist eigentlich okay. Nur ein Fall, der auch wirklich vor Gericht ausgestritten wird, um ihn dann als Beispiel für alle folgenden Fälle verwenden zu können.
Was uns speziell interessiert, ist auch, ob das aggressive Marketing und die manipulativen Werkzeuge, die wir so sehr verurteilen, da ebenfalls rechtliche Auswirkungen haben könnten. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie im Glücksspiel. Da gibt es auch bestimmte Personengruppen, die besonders anfällig sind, die auch eher dazu neigen, sozusagen dem Spiel zu verfallen, die dann über alle Maßen und auch über ihre Verhältnisse hinaus in das Spiel sozusagen investieren kann man es nicht, sondern einfach zocken. Beispielsweise, wenn es so ein Fall mal gerichtlich werden sollte, bin ich mir sicher, dass ein Anwalt, der eben die Verluste aus Lootboxen zurückklagt, auch diese Argumente vorbringen wird, weil das auch wiederum dafür spricht, die Kennzeichen vom klassischen Glücksspiel. Nur für die rechtliche Beurteilung ist es eher irrelevant. Okay. Und wie wir wissen, geht Belgien und Niederlande hier einen klaren Verbotsweg. Und das erscheint mir auch ziemlich passend, aber wie es scheint, kann das auch wirklich nach hinten losgehen. Wir haben Urim nämlich auf Diablo Immortal angesprochen und dass es dort nicht einfach nur Lootboxen gibt, sondern dass mit gekauften Gegenständen die Drop-Wahrscheinlichkeit nach gespielten Rifts erhöht wird. Denn das erschien mir in... Moment mal, was? Wenn man Gegenstände in Diablo Immortal kauft, wird die Chance erhöht, dass man gute Drops bekommt? Das ist ja anders ekelhaft! Das wusste ich nicht mal, das ist ja anders ekelhaft! Oh mein Gott, 10.000 und 0,5 Star Gems, der 10.000 Dollar in den Sand gesetzt, das ist krass. In diesem Moment dann plötzlich wie ein Trick von Blizzard, um eventuelle Verbotsgesetze dann zu umgehen. Ich muss halt ehrlich sagen, das ist ja auch das Problem, das man hat, wenn man etwas verbietet. Das ist auch die Befürchtung, die wir haben, auch in der Arbeitsgruppe haben wir das offen diskutiert, dass wir können anfangen, die jetzige Ausgestaltung von Lootboxen zu verbieten und dann passiert genau das, dass die Spieleentwickler wieder mit ganz anderen Geschäftsmodellen und eben die Sachen anders weiterentwickeln, das meist gar nicht nachkommt, zu regulieren und zu verbieten. Deswegen will man eben mit einer vernünftigen und smarten Regulierung, dass das eben nicht passiert. Und auch wenn das jetzt alles schön und gut klingt, dann fragen wir uns speziell jetzt noch eine Frage. Was genau braucht denn jetzt so lange, wenn die Rechtslage doch scheinbar ziemlich klar ist? Wenn die Politik sozusagen schläft, dann müssen sich früher oder später damit die Gerichte auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht schon nur eine Frage der Zeit, weil es braucht nur einen Anlassfall, auch mit einer gewissen Streitwerthöhe, damit man eben bis zum obersten Gerichtshof kommt, wo es dann wirklich auch höchstrichterlich geprüft und entschieden wird. Aber wie gesagt, wir in Österreich sind da recht fleißig. Ich bin auch ziemlich zuversichtlich, dass wir in Zukunft mit zu dem Thema auch die ein oder andere mein Land auf Schiene bringen werden. Was mir klar wird im Gespräch mit Urim, ist, dass nicht die Politik aktiv ist, um hier Änderungen zu bringen, sondern eher die Gaming-Enthusiasten, die sich beruflich oder sogar in ihrer Freizeit damit beschäftigen. Die Arbeitsgruppen wie die, die Urim erwähnt hat, das sind die treibenden Kräfte, die schlussendlich die entscheidenden Änderungen bringen werden. Und weil ich seinen Worten deutlich mehr Glauben schenken kann als denen von EU-Politikern, bin ich mittlerweile überzeugt davon, dass wir Gamer nicht mehr lange mit den ausbeuterischen Verhalten von Devs zu kämpfen haben werden. Es muss sich nur einer trauen, bei Urim zu melden, der echt viel Geld reingebuttert hat. Bitte spammt ihn jetzt nicht zu. Gibt's hier irgendwelche Whales im Chat, die ganz viel Geld ausgegeben haben? Hab ich viel Geld für ausgegeben? Nirgendwo, wo ich wüsste, dass es Glücksspiel wäre jetzt. Ich meine, 2018 habe ich Fortnite-Skins gekauft, aber das ist ja kein Glücksspiel. Nein, habe ich nicht. Ich habe mir nie Lootboxen gekauft. Ich habe mir nie Lootboxen gekauft. Weder für CSGO noch in irgendeinem Mobile-Spiel. Ich bin clean. Let's go. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Whales, die ihr ganzen Vermögen irgendwo reingesteckt haben. Meldet euch gerne bei dem Typen. Bitte. Aber wenn ihr wen kennt, der hier tatsächlich fünfstellige Beträge versenkt hat, dann meldet euch. Denn ihr könntet dann diejenigen sein, die den Stein ins Rollen bringen, der im Tal alle Devs erschlägt und endlich Frieden in die Welt der Gamer bringt. Sagt mir in den Kommentaren gerne, ob ihr zukünftig mehr rechtliche Ansichten von unserem E-Sport-Anwalt Urim hören wollt. Wenn ihr es nicht wollt, dann auch egal, weil ich fand's geil und werd's wieder machen. Okay, bye! Ehrenmann, Alter! Was war das für ein nices Video? Wenn jetzt Diablo Immortal dafür verantwortlich wird, dass der ganze Scheiß verboten wird, dann war es das mit Abstand beste Blizzard-Spiel seit Jahren.
True.